Mahlzeit, willkommen zurück zu Diablo 3 in der Season 9. Was ist Stand der Dinge? Oh, ich habe sogar Geschreibsel. Ich habe mich informiert. Einmal, der verrottete Pilz ist für das Pad von dem 20-jährigen Jubiläum. Das kann ich mir im Moment nicht leisten, weil das am Ende irgendwann eine Mille Gold kostet, kann ich mir in der Season im Moment nicht leisten. Und das hier ist, glaube ich, für einen Porträtrahmen. Da muss ich 7 Seiten von finden. Habe ich aber noch nicht. So. Das finde ich auch cool irgendwie. So viel Platz in der Truhe, den man gar nicht braucht. Was mache ich jetzt? Ich mache Bounties. Ganz klar. Und versuche währenddessen noch ein bisschen Geld und dieses Geschreibsel zu sammeln. Vielleicht kriege ich ja wirklich noch den Porträtrahmen zusammen. Und ich möchte gerne noch das Cane-Set zusammenkriegen, ne? Das war auch noch so eine Sache. Ich spiele immer noch auf schwer. Ich weiß im Moment gar nicht mehr, wie ich die gespielt habe. Das ist jetzt schon wieder 2-3 Tage her. Ach, ich soll Gegner töten. Ja, gut. Dann laufe ich auch nochmal zurück. Also, ich gehe die größtenteils easy down. Die Champ-Packs sind ein bisschen zäh. Und der verfolgt mich jetzt auch bis zum Ende. Wutsch! Bringt's noch nicht so richtig. Skillungstechnisch weiß ich auch noch gar nicht, was ich machen soll. Boah, die macht so viel Damage mehr. Ach komm. Was ist das denn für eine Leckerei? 200er Ping. Das ist natürlich richtig geil. Bin ich denn irgendwie am Laden? Nö. Mein Internet sollte eigentlich ungenutzt sein. Schatzgoblin oder? Bam! So, Level 31. Es geht vorwärts. Ich muss irgendwie mal versuchen, noch die Events bis Ende Januar durchzukriegen. Quatsch, der hat bitte. So, hab im Moment nicht wirklich viel Zeit für so Zockerei. Okay, hier ist nichts. Ach, ich bin schon fertig. Bob. Friedhof der Verlassenen. Kopfgeld, das Seelengefällt. Boah, wird das sogar angezeigt? Nicht genug Wut. Nicht genug Wut. Oh ja. Boah, ich nehme die aber mit. Hä? Nix. Einhand. Blah. Es ist so ungewohnt, die ganzen blauen Sachen zu kontrollieren. Ewigkeit nicht mehr gemacht. Und ein goldenes Brünnchen. Perfekt. Ach ja. Ich glaube, die letzte Skillung, die ich gespielt habe, war dieser Sprung. Also der Erdbebenbarb. Der hat an sich richtig Laune gemacht, aber ich habe jetzt auch mehrmals gelesen, dass der Wirbelwind eigentlich wieder da sein sollte. Den würde ich dann eigentlich auch mal gerne ausprobieren. Aber dafür brauche ich dieses komische Schwerter-Set, was ich glaube ich bis jetzt zweimal gefunden habe und noch nicht einmal ordentlich.
Also immer nur irgendwelche Crap-Versionen, die man nicht mal mehr umwürfeln konnte. Weil dann nur noch schlimmerer und teurer Müll rauskam. Nicht genug Wut. Ja, komm, gib mal Gummi hier. Aber geil, dass die auch dazu zählen. Brauche ich echt nur das Gefäß machen, dann bin ich hier unten durch. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob das Cane-Set sich jetzt noch lohnt, wenn ich jetzt schon Level 31 bin. So übermächtig geil ist das auch nicht. Aber vielleicht hole ich aus den Würfelchen irgendwie geile Items, die mich weiterbringen. Erfahrung kriege ich ja auch. Kohle kriege ich. Oh, du kommst mal her. Zack, zack. Na. Warte. Nein. Fuck. Oh. Legendäre Zweihand. Glaube ich, oder? Ja, die ist besser. Crit Damage, boah. Ich weiß nicht, was ich im Moment Gutes reinsockeln kann, deswegen lasse ich das einfach mal. Vielleicht finde ich jetzt in ein paar Minuten noch was Geileres. Geht mit denen ab hier. Den einmal befreien. Oh, Gürtel ist noch besser. So, schon mal 2000 Damage, das ist geil. Wenn die Waffe total kacke aussieht. Das ist eine Entscheidung. Kenne ich gar nicht. Stell ich mir wirklich so vor, so ein dicker Baba und dann kommt er mit so einem Stängelchen an. Na, wo sind die anderen denn? Ich könnte mal gern einen Wegpunkt haben. Bitte, bitte. Weil jetzt passt der Damage auf jeden Fall, dass ich hier fast alles one-hitte. Jetzt muss der Movement Speed noch höher sein, dann wäre alles Bombe. Da ist der nächste. Da ist noch ein Brunnen. Komm. Batsch, batsch. Ey, das sind die, ne? Temporaler, da sind, da kommt das Gekritzel. Aber da fehlt noch irgendwie was, ne? Oder ich hab das Blatt schon. Ne, da ist es. Seite 3. Perfekt. Das geht ja. Sauber. Arschloch. Das war aber erst Nummer 2. Ich muss noch einen finden. Weil das sind so graue, komische Kultisten, die hier rumjiggern. Und die Zettel fallen lassen. Naja, immun. Komm. Mach die Bubbelus. Komm, batsch. Ah, ihr seid überhaupt nicht nervig. Noch mehr Erfahrung. Goldpöttchen ist gleich schon wieder weg. Ach. So. Kann ich eigentlich auflassen, ne? Hoffentlich geht der mir unten nicht auf den Sack. Perfekt.
Hatten wir jetzt 3 von 4? Gegner töten im südlichen, tötest Buras. Buras. 3 von 5. Der haut auch wieder ab. Oh. Oh, das ist doch nur meine Mob. Die gefällt mir. Wie die umfallen, finde ich noch viel geiler. Und direkt im Anschluss noch ein Champ-Pack. Nur Fernkämpfer gehen wir wieder um. Dödel. Oh, 37. Kann ich ja noch ein bisschen Burras zu suchen. Genau auf der anderen Seite. Hup. Ha. Voll geil. Hm. Eben voll die dicke Metzlerei. Dann wieder komplette Stille. Kein einziger Gegner da. Und jetzt hier wieder ein paar. Und die Bäume, ey. Was hasse ich diese Bäume. Ja, der Entwickler war auch, oder der Grafikdesigner war auch total auf Drogen. Wir machen jetzt einen Gegner, der Gift kotzt. Der muss aussehen wie ein Baum. So, Buras. Tschüss, Buras. Schild brauche ich nicht. Was soll mir das sagen? Ein Wagen, ja. Cool. Ich weiß nicht, was passiert hier unten bei dem Event viel? Kommt hier was bei rum? Geht das Event überhaupt? Ah. So, du auch noch? Gib mir Macht! Mehr Wut! Euer Schicksal liegt in euren Händen. Was haben wir? 1,8. Boah. 26% Erholung weg. Aber ich gehe jetzt einfach mal komplett auf Damage, ist mir jetzt egal. Je mehr Damage ich mache, desto bequemer komme ich eigentlich durch. Da kann ich mal aber echt die Gegner zusammensuchen, ne? Komm. Selten so lang für diese Bounties gebraucht. Normal immer Split-Bounties gemacht. Mit irgendwelchen Nubbles. Das war aber auch dann alles schon auf Max-Level und eigentlich schon equipped wie solche. Da fehlte dann nur noch hier der Prunkring oder so ein Spaß. Ah, da sollte eigentlich das Erdbeben noch ticken. Komm. Na, jetzt sind wir schon mal dreistellig. Ihr habt gegen mich keine Chance. Und Sackgasse, perfekt. Warum sind hier keine Gegner?
Oder ich im Laufe die einfach nur geschickt. Ups. Den Trank wollte ich eigentlich nicht nehmen. Oh, da ist noch ein Baum. Nicht? Ist das jetzt noch südliches? Das zählt noch, okay. 7 Stück werde ich ja hier wohl noch kriegen, oder? Noch schön in die Falle reingerannt. Muss ich hier unten noch die Truhe kontrollieren. Ich glaube, wenn eine Truhe da steht, ist das auch eine Falle, ne? Okay. Kommt da noch mehr? Ah, nein, die Spinnenmutti, ey. Ah, immerhin ist der Weg schon mal halbwegs beschrieben. Wir sind jetzt wieder Gegner bis zum Abkotzen. Komm. Ah, deswegen, ich hasse die Map echt. Ich laufe mir immer ein Wolf hier auf dem Dreck. Was ist denn hier richtig? Oh, ein Ringling. Ich wette mit dir, das ist wieder eine Sackgasse. Doch nicht. Macht echt keinen Spaß, die Map hier. Langsam wie Hölle. Viel Kleinvieh, was irgendwie kaum Erfahrung gibt, oder? Naja. Man sieht es zwar, aber es ist minimal. So, jetzt sind wir aber richtig. Seite Nummer 6 läuft ja. Jetzt haben wir 4 von 7. Ich glaube, das läuft sogar bei einem Erfolg, wenn man alle 7 hat. Aktiviert sich das selber. Da muss ich gar nichts für machen. Sterb. Sterb, sterb. Ich kann nichts mehr aufheben. Was? So. Jetzt bitte. Ah. Oh, ich hasse diese Bounty echt. Das Schlimmste, was man mir antun kann. Okay. Komm, Kleingefieß.
Und jetzt kommt die Mutti wieder. Auch wenn du nicht bereit. Wieder klein gefies. Wieder die Mutti. Wahrscheinlich noch mal klein gefies, oder? Ah, wir könnten es so schaffen. Jo. Ich kann nicht mehr tragen. Ne, da tausche ich jetzt mal nicht. Sagen die. Auch wieder so viel Minus, ey. Jetzt geht's aber rund hier. Ich bin überlastet. Dann schmeiß mal den Müll raus hier. Gut. Holen uns das Beutelchen ab. Ich habe ein paar neue Sachen ausgegraben, die du dir gut gemacht. Ein Beutelchen. Nein, so nicht. Da habe ich ein paar richtig hübsche Sachen für dich. Alles wegschmeißen. Oh, was haben wir hier? Waffe. 60 Leben pro Treffer. Schaden gegen Elite. Machen wir mal Schaden gegen Elite rein. So.